Nächste Runde. Die Wut. Bam, bam, bam. die Clown der Harpyr und Garnisonsarmee. Okay. Ja, mit Garnisonsarmee ist. Ah, Singidumunum ist das. Singidum. Dankeschön. Aber die hätten es auch nicht geschafft. Die hätten es alleine nicht geschafft. Also beziehungsweise, also die feindliche Armee hätte es alleine ohne Verstärkung nicht geschafft, die Stadt einzunehmen. Und hier ist noch eine Fullstack-Armee unten hergekommen. Das ist interessant. Es gibt eine Zeit, wenn Krieger ihr Schwert in die Scheide und zum Wohle ihres Volkes Gespräche führen. Die sind jetzt schon echt verzweifelt, wenn die mir 2000 gehen wollen plus Klientelkönigtum. Ist halt, ja, der ist ein bisschen verzweifelt. So, hohe Chance auf Sezession, das ist natürlich nicht so geil. 25? Naja, ist nicht ganz so. Jünger von Apollon. Jünger von Apollon. Warte mal. Hab ich den? Das ist meiner, das ist meiner. Das ist ein feindlicher, aber hat keine Armee. Das ist meiner, das ist meiner. Ja, nee. Alles gut. Okay, 85, das können wir automatisch machen. Na, komm. Nee, da machen wir nichts. Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Warte, wieso habe ich da nur noch 19? Habe ich da einen verloren? Habe ich gar nicht mitbekommen. Verdammt. Okay, du gehst dahin. Du gehst dahin. Ja. Die sind halt nicht so gut, ne? Die sind nicht so gut wie die, die ich habe. Okay, 22 Nahrung habe ich noch. Ja, hierfür brauche ich auch Holz. Minus 8 Nahrung. Nochmal minus 8. Minus 4. Plus 3. Hier, genau, minus 8 war das. Und beim nächsten... Minus 4, okay. Gut, das heißt, ich muss nach dem dringend... Okay, habe ich eigentlich schon ziemlich... Okay, muss ich dringend hier das erforschen. Also nächste Runde. Vaters Furz bekommt was. Das ist wunderbar. Und nächste Runde. Okay. Also der Norden ist alles andere als befriedet schon. Und hier wird es halt auch interessant, die zwei Armeen zusammen, die zwei Fullstack-Armeen zusammen sind auf jeden Fall sehr stark. Er hat auf jeden Fall zwei Elefanten.
Was jetzt nicht wirklich krass stark ist, weil wir haben genügend Fernkämpfer. Vor allem wir haben die kritischen Bogenschützen. Ich habe zwei Pikiniere. Wie will er? Ich habe zwei Pikiniere. Wie will er das gewinnen? Natürlich, es kommt auf die Stadt drauf an. Das stimmt. Das ist wahr. Okay, es ist so eine Stadt, schon mal nicht so gut. Okay, er kommt von da. Wo muss er hin? Hier muss er hin. Okay, so. Das ist hier uninteressant. Okay, dann. Let's go. Ich muss halt versuchen, die Fernkämpfer auszuschalten. Wieso schießt er nicht? Wieso schießen die nicht? Sind die geschnappt über? Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Also wenn die nicht schießen, dann kann der sehr wohl gewinnen. Dann habe ich kaum Chancen. Also es wird schon schwer, wenn er ohne die Jugendlichen kommt, so also die Speerträger. Weil die Speerträger sind, ja, sind halt extrem gut. Wieso schießen die nicht? Das ist echt blöd. Ah. Der Bug ist natürlich, ja, not so gut. Kann ja jetzt leider die Fernkämpfer nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen, du. Jetzt. So. Hier, ja, schießt mal jetzt ein bisschen schneller. Damit ich noch so viel mitnehme wie möglich. Bald geht es nämlich nicht mehr. So. Aber der Bug ist natürlich ein bisschen blöd. Die nicht schießen. Also nicht von allein. So.
Also, das war's eigentlich jetzt schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wenn er die hier auch nicht sehen, wohin ich schieße. Das ist blöd. Die Männer wanken. Ja, das kann gut sein. So, gut. Die Jugendlichen. Ja. Also wegen den Jugendlichen wird er wahrscheinlich jetzt gewinnen. Ohne Jugendliche hätte er ein paar Probleme. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ich hoffe, er lässt das Tor in Ruhe. Nee, natürlich nicht. Unser General wird angegriffen. Der Feind hat die Tore eingenommen. Okay, also ein paar Jugendliche habe ich mitgenommen. Aber sobald er die Jugendlichen einsetzt, habe ich verloren. Könnt ihr ja mal schauen. Also momentan ist ziemlich gut. Jetzt kommen die Jugendlichen. Bam, bam, bam. Weg, weg, weg. Jetzt schmelzen die halt dahin. Ja. Ach, blöde Abwehr. Ja, wie gesagt, also ohne. Ich meine, er benutzt nur eine Jugendlichen-Einheit. Eine Einheit Jugendlicher. Und das reicht schon. Also der hat beide jetzt fast vernichtet. Der feindliche General ist. Also noch habe ich sogar. Also jetzt habe ich sogar wieder Hoffnung. Weil die ja nicht beide Jugendlichen einsetzt. Das ist für mich ganz gut. Okay, jetzt kommt die Verstärkung. Wie Schaden die machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja, also wie gesagt, Jugendliche sind halt bisschen heftig. Gut. Aber egal, also das werden wir auch sehr schnell wieder zurückerobern. Also hier haben wir ja eine Fullstack-Armee. Und dann nehmen wir halt das schnell wieder ein. Also wir müssen halt schauen. Also hier ist eine Fullstack-Armee. Da will ich mal. Ja, natürlich kommen wir da nicht hin. Der kommt aber. Ah, okay,
Der hat gute Fernkampf. Kavallerie, also Blackline Kavallerie. Das ist nicht so gut. Okay, also. Der Rest ist kacke. Also, die sind gut. Sehr gut. Wobei, das ist einfach nur ein Streitwagen. Okay, also keine sichere Streitwagen. Wobei, für uns Spartaner ist das eigentlich viel gesprungen. Gut, dann verteidige dich mal gegen zwei Vollstack spartanische Armeen. Das machen wir jetzt automatisch. Das ist jetzt natürlich blöd, weil der seine ganzen Armeen rausgezogen hat. Wie eigentlich jedes Mal. Das nervt so. Hier machen wir ein bisschen auf Wirtschaft, weil wir brauchen sehr viel Nahrung. Das machen wir weg, das machen wir hin. So. Okay. Gut. Nee, das unterbrechen wir jetzt. Was wollten wir jetzt erforschen? Das da, oder? Wir machen mal das da. Weil ich will mal die Städte ausbauen. Ja. Gut, hier können wir wieder ein bisschen Nahrung machen. Einfluss und öffentliche Ordnung. So. Gut. Duse da gehen ich. Nein, stopp. Ich hab's. Oh Gott. Ich hab's gerade voll verkackt. Ich wollte hier nicht weg, weil sonst können die das einfach wieder erobern. Die bleiben noch ein bisschen drin wegen der öffentlichen Ordnung. Gerade nicht so rosig da drunten. Gut, aber sonst geht's eigentlich ganz gut vorwärts. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch verlieren können. Risiko ist bei 0%, das ist wunderbar. Das ist mega. So. So, AT macht eigentlich echt gar nichts. AT muss mal echt mehr machen. Also normalerweise ist es ja so, wenn man von Anfang an mit jemandem verbündet ist, also sei es jetzt Klientel oder Militär. Ah, verdammt, die wollte ich noch einnehmen. Genau, militärisches Bündnis oder der hat meinen General getötet. Alter, der Spacko. Der hat meinen General getötet. Okay, der sagt, dass er mich besiegt. Aber ich sage nein. Also er hat natürlich den Vorteil, dass ich jetzt keinen General habe. Ah, ist das nervig. Das ist mega nervig. Gut. Ich baue mich mal hier auf, oder? Wobei, ich komme ihnen ein bisschen entgegen. Ich komme ihnen entgegen. So, also. Hier mache ich mal die Phalanx an. Königliche Spartaner. Ich mache eine stärkere rechte Flanke. Weil dann. Also an sich sieht es gerade so aus, als würde ich eine starke linke Flanke machen, aber die Helden Spartas sind bessere Damage-Dealer und weniger besser oder weniger gute. Wow. Das hat ja jetzt was geholfen. Und weniger gute Defensiveinheiten.
Deswegen, ich will versuchen, dass die rechte Flanke von mir länger aushält als die linke. Beziehungsweise über die linke will ich halt... Das war meine Tastatur. Über die linke will ich halt ihn einkesseln. Und er sieht ja ganz gut aus. Sieht ja ganz so aus, als würde es funktionieren. Also er geht auch eher hier hin. Genau, schön auf die... Nee, ja, ihr bleibt da. Schön auf die Bogenschützen, weil die Bogenschützen das ist die Gefahr für mich. Der stellt sich gerade sehr... Was passiert hier gerade? Nein, stopp. Der stellt sich ein bisschen komisch auf. Aber okay, dann gehe ich ihn mal entgegen. Okay, jetzt kommt er mir auch entgegen. Das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. So, bitte hier, bitte da. Okay, dann mache ich hier einfach schon mal Go. Wenn das so gut funktioniert. So. Ja, funktioniert sehr gut. Natürlich wäre es sehr viel einfacher, wenn wenn er meinen General nicht getötet hätte. Das wäre natürlich super. Aber man kann nicht alles haben. Okay, dann gehe ich mal hier so hin. Du löst dich mal hiervon. So, bitte hier die angreifen. So, die drei. Die zwei Helden Spartas auf jeden Fall hier hin. Hier bitte den General angreifen. So, hier die angreifen. Die müssen halt jetzt ziemlich viel einstecken, ne? Aber jetzt kommt die Helden Spartas und räumen mal hier auf. Wie kommt er hier durch? Ja klar, der, ja, okay.
Okay, ihr kommt hier hin, ihr kommt dahin. Ihr macht den platt. Ja, ihr kommt da auch hin, ihr kommt hier hin. Bitte schnell schießen. Bitte beeilt euch mal ein bisschen. Gut. Okay, der ist halt halb tot jetzt, ne? Da versuche ich den mal rauszubringen. Gut, jetzt habe ich's. Ist tot. So, getötet 2-8, Verluste fast 4. Ja, der wurde halt ziemlich eingequetscht hier. Also die Bogenschützen sind ein bisschen untergegangen. Aber das ist ja ganz gut. So. Aber trotzdem war es ein richtiger Fail für mich. Weil ich meinen General verloren habe. Der hat meinen General getötet, dieser Schnupsi. So, Nightmare bekommt aber definitiv einen General von mir. Minus Wohlstand durch Kultur, ja, mei. Jagen, natürlicher Tod, Kind ist geboren, das ist sehr gut. Und also ja, nice. Dann gehst du mal wieder zurück. Halt dich mal kurz etwas. Minus 8 Nahrung. Gut. Aber ich würde sagen, das war es für heute. Gut, wir sind ziemlich vorangekommen. Wir haben hier eine fette Schlacht geschlagen. Irgendwie 2800 gegen 7600. Und zweimal meinen Rekord mit Piken Töter oder Piken Killer geschlagen. Und zwar mein früherer Rekord lag bei, glaube ich, 800 und 900 irgendwie so. Und jetzt hatte ich 1100 oder 1200. Also richtig heftig. Gut. Dann hier hatten wir eine Schlacht. Hier hatten wir zwei. Da hatten wir eine kleine. Also, genau. Also den Norden werden wir dann auf jeden Fall auch bald bekommen. Dafür tue ich die Armee nach oben. Und die Armee holt sich hier. Das. Die beiden Armeen spreaden sich auf. Die Armee macht hier so einen Schlenken, beziehungsweise die da, mal schauen, ob ich die angreife. Aber vielleicht mache ich auch eher so einen Schlenker und gehe auch nach Norden. Weil die mögen uns ja auch nicht so. Ja doch, die sind neutral. Okay, gut, dann machen wir mal hier